Hast du da schon mal aufgeschaut? Wow, da oben ist auch was, ja. Wir stehen da mitten schon in der Front. Also, getarnt war es auf jeden Fall schon mal gut, ne? Weil wenn der Feind einmal so weit vorrücken kann, dass er was sieht, ne? Wahnsinn. Oh. Komplett geil nach dem Bergwerk aus. Voll! Ja, das ist eine richtige Verteidigungslinie da praktisch, um hier praktisch da gängen. Ich glaube, das ist der alte Schützengraben. Wer da? Jetzt hat sich keiner. Aber da ist Beton dahinter, gell? Und oben sind Luftstutzen. So, da wo der Adrian jetzt steht, das ist der alte Schützengraben praktisch, oder mehr Deckungsgraben. Oder mehr Deckungsgraben, weil wir sind da jetzt schon in den Bunkerinnen. Mannschaftsbunker, Mannschaftsunterstand, Schutzstand. Ich weiß nicht, wie man am besten dazu sagt. Wir haben auf jeden Fall hier eine druckfeste Tür. Da geht es mir ums Eck, das ist auch mal wichtig, ne? Zuerst geht es ums Eck beim Eingang und dann eben diese Türe. Und im perfekten Zustand, wirklich. Alles offen natürlich. Im perfekten Zustand. Die ganzen Sachen rumgestanden. Ein paar Sessel am Tisch. Sehr selbsterklärend. Und sogar einen Kleiderhocken haben sie gehabt. Ja, ziemlich cool. Das ist die erste von solchen Röhren, die erste Röhren, was wir gefunden haben. Darum freuen wir sie voll. Geil auch dran. Voll. Da ist die Verbindung zum Luftstutzen. Yeah. Was bist du gewesen? Was war denn das, oder? War das ein Marder oder sowas? Hm. Das ist ziemlich ein gutes. Da war Kopf. So irgendwie. Ah ja, voll. Dürfte das was gewesen sein, ein Wiesel oder so, oder ein Marder. Ein Marder ist zu groß, Wiesel oder irgendwie sowas. Oder vor allem Wiesel ist wieder zu klein. Doch ein Marder. Oder doch so ein kleines Viech wie in Alien 3. Oder Alien 4. Die Kleinen. Traurig, ja, das hat sich dahergelegt zum Sterben. Oh. Oh. Ja. Hast du jetzt zugemacht oder was? Können wir nicht mehr raus? Ich glaube, man kann es zumachen, weil da geschlossen ist, nicht, dass das reinlässt. Ah. Was ist denn das, oder? im Notfall dann die gucken dann raus oder Kinder. Ah ja, stimmt. Ja. Kommt rein, gell? Ja, was auch noch interessant ist, was du da gefunden hast, ist, dass man die Luken noch ein zweites Mal aufmachen hat können. Also es hat praktisch in der Tür ist nur Tür eingearbeitet. Das hätte man dann aufmachen können, falls die Tür kaputt gesprengt worden war oder so. Na, blöd sind sie nicht, ne? Weil die Tür geht nach außen auf. Wenn das jetzt draußen eingestürzt war, dann kann man die Tür nach außen nicht aufmachen. Das heißt, die haben da eine Tür gemacht, was man nach innen aufmachen kann. Mhm. Ja, das ist logisch, ja. Und da hast du sicher recht, ja. Und die Rehren da, ist das der Ofenrehren oder? Das ist das, was man jetzt nicht denken hätte. Da hat man leicht da hinten dann einen Ofen anschließen können oder nein. Oder eben da. Dass das da. Dass da ein Ofen. Dass das einfach so. Das gehört zur festen Anlage dazu. Ah, das gehört zur festen Anlage, glaube ich. Ich weiß nicht, das macht eigentlich da drin keinen Sinn, oder? Ja, passt das irgendwie? Nein, passt nicht da rein, oder? Nein. Was dann austauschen kann. Nein, das ist zu klar. Mhm. Schaut doch nicht so aus, wie wenn das jemals gepurzt worden war, ne? Vielleicht. Mhm. Weiß man nicht so genau, für was das jetzt war. Also wir haben da jetzt die Funktion von dem Rohr doch noch herausgefunden, weil da eine Schelle montiert war. Und das hat wirklich Sinn gehabt, dass das da reingegangen ist. Ja. Vielleicht war da der Fütteranlage eingebaut. Das kann schon sein. Dass da doch ein Ofen war? Hm. Man weiß nicht. Du brauchst da herinnen in Wirklichkeit keinen Ofen. Wenn da jetzt, keine Ahnung, wenn da 4, 6 Leute herinnen sind, was glaubst du, wie sie die aufwärts die hin? Ja. Brauchst du wahrscheinlich gar keinen Ofen mehr auf, ne? Man weiß nicht. Also der Adrian hat sich da jetzt schon eingerichtet, er hat gesagt, man konnte schon ein paar Wochen aushalten da rein. Wie schätzen wir, dass da der Funkgerät, das was war, aber da gingen die Kabel noch her. Wenn man das sieht. Da ist der Anschluss. Ja, das ist auf jeden Fall der Kommandantensitz, ne? Das ist der Kommandantensitz. Anschluss. Okay. Verbindungen. Da liegen auch noch. Also ich war da nichts essen. Da liegt auch noch. Der Anschluss für Batterien umeinander. Und ein Lammbau. Da hat man wirklich die auch mal hermetisch abbringen können, gell? Mhm. Also das mit dem Griff. Aha, da hat man auch noch was. Spritzen drauf. Gegen Gas praktisch. Ja, sicher. Ja. Ja, was wir jetzt trotzdem auch noch gefunden haben, ist eine Leiter für Regelung stopfen. Der hängt nämlich da ganz versteckt neben dem Bett. Man hat den Bunker wirklich luftmäßig von der Außenwelt trennen können. Wir schätzen mal gegen Gas oder sowas. Ne? Also man hat praktisch da auch zu machen können. Beidseitiges Abdichten war praktisch möglich.